Den haben sie auch weiter getüdelt. Und hier fehlt ja immer ein. Ich konnte ja den kleinen Hoflader oder so gleich darauf nehmen, weil das hier zu breit war. Also haben sie jetzt gemacht. Jetzt ist eingebaut. Jetzt können die Dinger zusammen. Geil. Das ist schon gut, ne? Noch mehr Möglichkeiten für das Ding. So. Ja, und Rübe und Maurice, die basteln die ganze Zeit schon an die Werkzeuge. Hast schon so ein kleines Video gemacht. Aber hätte ich das gewusst, das Video ist schon wieder alt. Deswegen kriegt das nur ihr zu sehen. Weil die haben ja hier zum Beispiel das dazu gekommen. Die mit Karies behaftete alte Grabschzange. Und hier für Silageballen jetzt auch eine Zange. Man sieht auch deutlich, dass sie schon in Benutzung war. Auch hier alles krumm und schief. Abnutzung habe ich schon ein bisschen drauf gemacht. Und jetzt hat, wie gesagt, ich habe gerade noch wieder ein Update gekriegt. Das kommt dann, wie gesagt, bei Rübi demnächst irgendwann mit ran. Aber wir gucken, die wurde noch verweitert hier. Da konnte ich eben live zugucken, wie er das gemacht hat. Und dann halt hier auch mit Zahnausfall. Die richtig schönen alten Zangen, Mann. Gotex, boy boy. Und danke für den Resub im 47. Monat. Dankeschön. Auch, das muss man rechnen, ey, wahnsinnig lange, krass. Ist schon mal aufgefallen, dass Talbach für Radfahrer ungeknallt ist? Achtet mal auf die Gullis. Ach so, ja, die sollen ruhig auf die Fresse fallen. Was ist denn? Kauf ich mal Moped. Habe ich auch geholfen. Coffee, hi. Und hier auch, ne? Entweder nimmst du die so oder mit Zahnausfall. Finde ich total geil, ne? So richtig alte, auch hier die vorne, die schiefen Dinger hier, ey. Total super. Ja, hier auch. Zahnausfall. So hast du richtig abgeranzte Dinger. Das ist schon geil. Ja, und die ist dann halt auch neu dazugekommen, ne? Auch alles krumm und schief. Da durfte ich erst dann auch zugucken, wie sie hier die Federn noch extra rangebaut haben. Dass das alles passt. Das ist schon toll. Ja, kommt irgendwann bei Rübi auf dem Discord. Muss ich mal Auge behalten. Irgendwann ist das so, macht das so. Plupp. Und dann ist das da. Mein Pool, was? Müssen wir leider mal einen zwischenschieben eben. Also ist eingereicht auf Modding-Welt und auf meinen DC zu finden. Siehst du, ist so schnell geht das manchmal alles. Also könnt ihr jetzt bei Rübi auf dem DC sein, gehen, falls ihr da noch nicht seid. Und euch das mal eben schnell runterladen. Also ich habe jetzt die ganzen Werkzeuge ausgetauscht, ich habe jetzt eigentlich nur noch die. Weil die sehen ja natürlich dann dementsprechend auch hübsch aus, ne? Dieses Abgeranzte, das mache ich halt. Das ist wirklich schön toll, ist das schon. Ja, wie gesagt, den haben sie gestern auch weitergemacht. Ganz interessant, um uns mal zu sehen, wie das alles funktioniert. Ich kann es zwar sehen, aber nicht nachmachen. Geht es den auch nochmal weiter. So. Ja. Und dann können wir hier nämlich weitermachen. Ich dachte auf jeden Fall, weiter teile eben die Kartoffeln raus. Und dann denke ich mal, werde ich noch ein paar Heuballen machen. Vielleicht jetzt, wir haben ein paar D-Ballen jetzt mal gemacht, dass wir jetzt noch ein paar Rundballen dazu machen. Dass wir dann das schön mit füttern können. Und dann müssen wir noch Wurzelfrüchte, habe ich schon gesehen. Das wusste ich gar nicht, dass die Ullen Ziegen und so auch Wurzelfrüchte fressen. Dann müssen wir nämlich mal ein paar eben hier von oben wieder wegfahren von den alten Schweinehof, dass die auch ein bisschen was zu kauen haben. Damit war ich nicht auszugehen, war doch ja nicht. Genau, ja, Güllefass habe ich mich auch entschieden. Haben wir jetzt das von Toto auf dem Hof hier. Und das andere große Kaweco, das steht von Ripi an der BGA. Mehr Fässer brauchen wir noch nicht. Ja. So Bock wie das. Ja, genau, hier. Da können wir dann so ein, zwei Container nachher mal eben schnell zu den anderen Viechern dahin bringen. Aber wir machen mal eben so ein, zwei Anhänger voll mit Kartoffeln raus. War hier noch was? Nee. Okay. Das geht so schnell, wie wir das machen. Ritz, ratz. Fertig. Ja, toll. Also wirklich, muss ich sagen, very hübsch wieder. So. Machen wir erstmal hier so ein, zwei rein weiter.
Agi, moin. Eikop, moin. Tolle, tolle Idee. Was hast du denn für eine Idee? Diese Bäume, die machen mich fertig. Ich nehme mal an, Pflanzen fahren mit dem Forstrag rein. Dann ist Feierabend hier. Ein paar schöne Streichhölzer machen. So. Sag ich dir nicht. Toll. Ja, klingt gut. Das ist mir egal. Ich mache da Zahnstocher draus. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe die Lautstärke müssen eingeschaltet, aber ich glaube, der ist immer noch zu laut. Aber wir gucken mal eben. Brauchen wir den hier. Was habe ich jetzt getan? Hat die Schläuche nicht dran oder was? Tatsächlich. Dann geht das natürlich nicht. Ist ja klar. Latruschi, moin. Was machen Sachen? Bäume wegmachen scheinen gleich hier, wenn es so weitergeht. Eine Idee, was für die Zuschauer. Was aber du machen musst, dann ist schwierig. Sammeln. Und die Zuschauer können damit Kanalpunkte auslösen. Okay. Da muss ich mal erzählen. Fünfer-Serie, Heikoff. Dankeschön. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Lautstärke macht. Sonst stelle ich das gleich im Spiel wieder runter. Dann muss ich ihn nochmal nachjustieren. Ich glaube, der ist immer noch so laut. Aber wir gucken mal. Ist das immer noch so laut? Ist er noch leiser? Glaube ich fast, ne? Oder geht das so? Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen sehr laut. Da, ihr Boy. Jetzt fahre ich hier schon komische Sachen. Ja, komm, wir machen jetzt eben ein, zwei Anhänger, dann machen wir den anderen Kram weiter. Da muss ich nochmal dran drehen. Tschüss, danke für den Follow. Moin, moin. Wir können aber auch mal eben so lange. Ja, machen wir doch einfach die Gesamtlaufstärke ein runter. Immer Farbe. So ist besser, ne? Ein bisschen arbeiten muss er ja auch. Howie is boy! Ja, aber das ist halt laut. Saskia, hi, sei gegrüßt. Rainer, moin. Tansi, moin. Bruder, moin. Marian, moin.
lass die Kartoffeln nur bis Samstag. Kann Ernst nicht mit rausholen nebenbei. Aber auch Fans. Ja. Kriegen Autogramm. Voller Gewinn, geil. Ich will erstmal den A-Test machen. Das ist kein Problem. So, anreisen. Aber jetzt war richtig, dass er arbeitet, ne? Das drei gestellt, das ist Zufall, dass wir drei gewonnen haben. Wirklich. Sieht zwar erstmal komisch aus, aber es ist wirklich Zufall. Tiefer zu setzen? Nee, geht ja nicht. Wenn, dann muss ich das höher. Wenn ich tiefer bin, dann guckt er noch mehr alle auf den Kopf. Müsste ja auf Kamerahöhe sein, aber komme ich nicht hin. Das funktioniert nicht. Der Stuhl ist maximal hoch. Ah, sag's moin. Schön, dass wir das hier auch. Dankeschön. Tiefer in Teil nach oben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber sieht das nicht doof aus? Ich versuche das gleich mal. Pass auf. Weiß ich nicht, Olaf. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Dir geht's nicht gut, dann hoffe ich mal, dass es dir bald wieder besser geht. Danke für dein Follow. So, also meinst du, wie ich das hier mache, ist das besser? Da bin ich ja mal ganz weit hier unten. Hallo, könnt ihr mich noch sehen? Hallo. Ja, viel besser. Wer verarscht mich noch, oder was? Hallo. Ich sitze jetzt unten. Solche, also Autorennen habe ich so gefahren. Die Kamera noch weiter runterdrehen. Ist das im Pool? Hanna, moin, 45er Serie, krass. Dankeschön. Moin, kann der echt aus sich, moin. Danke für den Follow. Moin, moin. Ich weiß, ein bisschen höher darf ich. Soll ich so tun? Es ist halt, die Kamera ist halt taktisch ungünstig. Ich kann die ja irgendwo anders hin machen. Das, alles andere wäre jetzt von der Seite nur. Das wäre doof. Perfekt, danke. Wieder arbeiten geht.
Der Influencer hier bei Spiel soll das jetzt auch noch bei Hahn. Achso. Ja, toll. Ich muss, morgen mache ich auch wieder ab. Aber ich habe nächste Woche Frühdienst, also ich gehe nachmittags trotzdem auf den Sack. Nur Martin, der wollte heute Mittag wieder streamen, aber der hat wahrscheinlich wieder verschlafen. Ich hingegen, ich fahre morgens um 7 hoch. Einkaufen, zack, und danach das Fahrrad, dann gleich einen neuen Mantel reingezogen. Hey, was ist das hier? Einen neuen Schlauch in den Mantel reingezogen. Tack, tack, tack. Kamera aufgeladen, ich bin fertig. Bevor die Sonne da oben war, war ich schon wieder drin hier. Lüfter an. Mein Kumpel Lüfter, ne? Und los, Geirat. Arzt, fein weg. Falsche, danke schön. Gestern Wirken für Augentropfen gesehen. Das wäre doch was für dich. Ich habe sogar einen Auftrag aktuell. Ich könnte euch mit Augentropfen bewerben. Aber ich fühle mich da irgendwie nicht so. Weiß nicht. Werbung ist nicht so meins. Außer für super tolle Mods. Das bewerbe ich gerne. Um sie bin ich erst ins Bett. Da kannst du mal sehen. Ich bin noch jung und knackig. Da fange ich jetzt an. Ich war um 5.15 Uhr. Ja klar, du warst ja auch schon um 8 im Bett. Das wäre doch noch angenehm. Als wir aus der Klinik rauskamen, kurz gedacht, Hölle ist auch. Scheiße, habe ich Koffee geärgert oder warum ist das draußen so heiß? So, komm, wir machen weiter. Oh, jetzt muss ich mein Headtrack noch einstellen. Toll. Geht immer noch? Ja, geht immer noch. So, pass auf. Den machen wir noch eben voll. Oder Abfahrt. Wie gesagt, machen wir Heu. Aber ich glaube, bevor wir anfangen mit großen Heuballen, machen wir dann nochmal eben, sehen wir zu, dass wir mal eben ein paar... Boah! Gar nicht! Wir bringen einfach die... Wir bringen die... Ne, doch nicht. Die Möhren müssen weg. Nein. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir machen gleich diese Ladung in Anhänger rein und dann überlege ich erstmal, wie wir das machen. Ich glaube, wir holen aber lieber Karotten mal eben dahin weg. Habe ich 27,7 Rad? Du hast doch einen Dingsen. Du hast doch hier Klimaanlage. Reiß doch an. Du wirst doch sehen, wenn es zu kalt ist. Das Kartoffelfeld muss auch fertig. Ich muss den Trakt wieder für andere Arbeiten frei haben. Sonst muss ich mir noch einen zweiten kaufen. Habt ihr schon gesehen, was Olaf gemacht hat eigentlich? Der ist jetzt erstmal auf der Strafbank. Der hat einen MB-Trakt zerrissen, weil er nicht aufgepasst hat. Leute. So, fahren wir da eben rum. Lieber steht da. Achso. Dann roll die rüber. Oder mal anders die Tür auf. Was soll das passiert sein? Ja, das kriegen Leute aber nicht mit. Ich zeig das den Leuten gleich. Wir machen mal eben hier die kleine Spur fertig. Mach mal das Fenster zu. Ihr habt gesehen, wie Olaf hier versucht hat, letztes Mal loszufahren, ne? Nicht mal mit der Handbremse wusste er das. Dann ist er trotzdem losgefahren, aber er ist nie wiedergekommen. Hat ihn irgendeiner wiederkommen sehen? Nein. Ich zeige euch gleich. Digga, da boy! Haben wir kurz eine Handbremse fahren? Ich zeig gleich, was da passiert ist. Ich lass mal eben mit den Anhänger dahin fahren. Oh, richtig, Gang anlegen sollte man auch. So. Tatsächlich, ich muss Headtrack neu einstellen. Jetzt komme ich nicht mehr ganz runter. Tschack. Niemand weg, brauchen wir nicht.
So, komm, fahren wir eben ein Stück weiter. So, springen wir mit dem zweiten Fidi. Wollen wir mal eben gucken, was er da veranstaltet hat. Ich sage euch, das tut weh. Eigentlich da, wo ich... Ja, das... Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja gesehen, wie es aussah, das Ding, wo Olaf losgefahren ist. Und so sah es aus, als Olaf wiedergekommen ist. Und ich sage euch, das war nicht nur eine festgezogene Handbremse. Toll, Olaf! Danke, Olaf. Hast ja grün hingekriegt. Das fand man einfach raus, wenn Olaf den MW-Trag fährt. Nichts Gutes. So, nun fahren wir aber mal eben, sehen wir zu, dass wir die Möhren einmal zu den Ziegen kriegen. Welchen fahren wir denn da hin? Schöne Jäule, ja siehst du, das ist Olaf. Also nicht so zu Olaf, ich kann doch auch nicht, ja, das doch gemacht. So, recht, aber der Sprit länger, das stimmt. Muss das so noch keiner weg? Jetzt kann er weg. Ersatzteillager an. Fili, hi. Da fällt mir jetzt auch nichts zu ein, weißt du? Ja, da fällt mir auch nichts zu ein, Olaf. Da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Hackfrick. So, mal eben gucken. Wir brauchen, wir Mähwerke brauchen wir gleich. Wir fahren einfach mal eben. Ja, wir fahren einfach mal eben hin. Wir fahren mal eben hin. Wir fahren mal eben hin. Und holen da. Da hinten steht der MB-Trag. Fahren wir eben mit dem Puma los. Ja. Hat sonst nichts zu tun. Der Puma hat kein Gewicht. Warum hat er kein Gewicht? Wo ist das Gewicht vom Puma? Wo sind denn die ganzen Scheißgewichte? Olaf! Wo sind die Gewichte alle? Der Ladewagen, der ist wirklich auch gut, ne? Der ist wirklich schon krass. Dreiachser auch mit Liftachse, aber der war hier zu fett. Deswegen habe ich den hier noch zugestellt als großen. Und den von S-Pizza, den haben wir dann als kleinen noch dazu. Ja. Ne, Gewichte sind weg. Gut, komm, nehmen wir hier. Fahren wir mit ihm los. Wie sieht der aus? Das geht ja noch. Gruppen hoch, Gänge hoch. Zack. Hände hoch, Abfahrt. Oh, das war pingelig, ja, das stimmt. Vielleicht kommt sonst irgendwann in Discord da, ne? Haben sie ja gesagt. Rippi, moin, hi, sei gegrüßt. Christian, moin. So, los, Abfahrt. Mal eben hinten zu den Fergeleien. Ja, und Samstag dann hier wieder alle Mann hier. Vollgas, BGA voll knallen. War Stream oben. Samstag mache ich, glaube ich, streamfrei. Boah, das liebe Treffen. Wow, Grüße zurück. Hoffe, geht dir gut da. Sympathischer. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob oben heute kommen wollte. Ich habe gesehen, dass er online ist, aber ich weiß gar nicht, ob er...
keine Arbeitstechnik, der steht wahrscheinlich vom Grill. Volker, moin. Schönen guten Tag. 27 Grad und Sonne. Krass. Ja, hier sind irgendwie um die 30. Deswegen habe ich morgen gleich alles fertig gemacht. Heiz. Oder mal eben die Möhrchen weg. Können wir gerade das leere Ding nehmen, können wir es gleich voll machen. Noch auf der Map kann, dann Update. Ja, ja. Ja, ja. Mir scheißegal. Samstag kloppen wir die BGA voll. Christian Dreier Serie, Dankeschön. So. So. Brr. Den voll direkten Update. Alles klar, Alter. Pavla, klar, danke für deine Bits. Dankeschön. So. Da kloppen wir das hier gleich voll eben. Nehmen wir das gleich wieder mit. Wow. Danke nochmal für deine Bits. Vielen lieben Dank. So, dann wollen wir mal eben gucken hier. Ich mach schon mal gleich die Stützen runter, sonst vergesse ich das wieder. Stützen runter. Zack. Und runter im Bett. Dann kloppen wir es gleich voll. Nochmal noch Bits. Dankeschön. Junge. Presst du dich selber? Dankeschön dir. So, apropos Update, ne? Denk dran. Update, Update ist erstmal schon da. Halt! Du bleibst unten. Kann ich das jetzt eigentlich. Kann ich das eigentlich auch so abmachen? Ne, das müssen wir drin machen. Stützen mal eben wieder hoch. Mal eben ein Stück vorfahren, einfach zum Befüllen. So. Real Nils, danke für deinen Sub. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir auch. Und moin moin. So, Update. Denk dran, ne? Rübi im Discord gibt es das Update zu den abgeranzten Werkzeugen. Im Positiven gemeint mit abgeranzt. Das sind, die anderen kann ich alle eigentlich jetzt auch noch nehmen. Die beiden und die und dann wieder neu dazugekommen ist die Folienballenzange. Auch noch krumm und schief und hier die Silogabel. Witzig dabei, guckt euch die Sachen genau an. Die haben Zahnausfall. Also wer so richtig abgeranzte Sachen haben will, ne? Gerade mit der Abnutzung und sowas alles. Das ist schon fett. Ne? Und die anderen, ja, müsst ihr updaten halt, ne? Hier auch alles krumm und schief, nicht so richtig heile. Finde ich total super. Wie denn so abgeranzt aussehen hier, das sieht natürlich auch geil aus, ne? Hier auch krumm und schief, der hat wenigstens noch alle Zähne. Schaufel krumm und schief. Das ist schon geil. Sympathische Menschen verdienen Support, mein Bester. Ja, ich kenne so viele sympathische Menschen. Dankeschön. Oh, nochmal 100, bitte. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, Update ist nun auf Moddingwelt verfügbar. Also perfekt. Also bei Moddingwelt oder aber bei Rüpi auf dem Discord. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, Ausrufezeichen Mods. Da findet ihr die ganzen Links und Verbindungen. So, komm. Mal eben einen reinschaufeln hier. Hopp. Zack. Ist jetzt fest? Ja, jetzt fest. Da prüfe ich nicht. So, zack, zack. Da findet ihr die ganzen Anlaufstellen. Auch wo der Ladewagen denn kommt oder wann der kommt und sowas alles halt, ne? Da sind die ganzen Verbindungen. LST, Pitstop und so weiter und so weiter. Da wird ihnen geholfen.
Marschiere, moin, hi. Oh, drop. Hinterher. Ja, ich wusste gar nicht, dass die Ziegen so das fressen. Da war ich ganz geschockt. Wurzelfrüchte. Also müssten die das ja auch. Deswegen das wollte ich mal testen. Bringen wir mal eben was hin da. Haben wir den Haufen, das müsste bestimmt hingehen. Wenn wir den Haufen weg haben, sind die neuen Karöten, die Möhrchen fertig. Ja, im Moment sind Mods wirklich geile Sachen da, ne? Oder kommen auch noch denn? Junge, Junge. Walker Boy! Sei gegrüßt! Ist er voll? Ja, ist er voll. So, mal ran damit. Alter Rakini! Hey! Du wirst nicht glauben, Alter, was in den letzten Tagen schon wieder alles passiert ist. Ich war doch nur gestern arbeiten. Siehst du? Dann musst du den Mod auch noch wohl neu runterladen. Okay. So, jetzt wichtig, dass wir hier dran machen, die Stützen ausfahren, sonst machen wir Männchen. Oh. Gucken wir uns gleich nochmal an, wenn du auf dem Server bist. Mann, sind das toll. Das ist toll. Und Abfahrt. Die haben schon wieder gebastelt, genau. Ich weiß, was ich mache. Richtig. Ja, richtig Skill. Wenn einer weiß, was er macht, zu jedem Zeit. Den Container gibt es leider nicht. Da wollten wir eine Freigabe für haben, oder besser gesagt, die ihn gemacht haben. Aber von den ursprünglichen Modder kam dann die Aussage, wir den selber rausbringen, keine Freigabe. Und das war so ungefähr so circa Anfang LS22. Ich vermute einfach mal aus dem Bauch raus, dass er das nicht mehr in 22er bringen wird. Können wir leider nichts machen wieder. Ja, und Boy Boy zusammen. Ja, Rübi, ich lad gerade runter. Mal gucken, was das... Wir gehen gleich alles durch. Das ist wieder unfassbar. Ja. 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 Wo fahren wir denn lang, zurückziehen? Fahren wir hier lang. So, kein Problem. Danke. Du, der ist einfach geil. Soll ich dir ein Autogramm besorgen? Hey, die Bremerhaftner Bagger, boy, boy. Yeah. Oh, ist das warm hier. Jo, ich sag, heute Morgen um 7 war ich gleich einkaufen. Um 8 habe ich das Fahrrad repariert, um 9 war ich mit allen durch.
War zum Glück nur das vordere Rad, ey. Das ging ratzfatz. Mit Küchen und Kärtchen, wenn ich ihm da Bescheid sage, leckt er auch einmal über die Karte, dann hast du ein DNA-Autogramm. Überhaupt kein Problem. Uben muss man auch lieben, weil ohne Uben keine Pommes. Aber mit Uben hast du auch keine Pommes, weil er die alleine ist. Der Nigo, moin. Kommt 2 Sekunden da und schon Bilder im Kopf. Ich weiß jetzt nicht. Ach, so. Runtergeladen ist. Oh, mein Parken den Kram hier. Aber Uli, boy. Boy. Hör wir mal eben hier 8 dann durch. Dann berufen wir nicht hinten durch Dorf. Können wir nämlich auch. Power 30, moin, hi. Ich bin sofort wieder da. Ja. Ja, ja. Ja, ja, heißt Climby Mom Wars. Hoch das Bett, los. Vom Reißen hier. Ich bin mal gespannt. Oder so hin, wie wir es sehen. So, wieder da. Hi, na? Oh, hi. Hast du auch schnell Eis geholt? Du verfangen mag der Kater nicht so. Ach so, wow. Oh, ist der gerade hier durchs Wohnzimmer geschossen, Alter. Heizrennen. Hilfe, es hat mich. Junge. Danke, Koffi. Martin war heute Mittag wieder swimmen und hat wieder nicht da gewesen, ist getan. Er ist bestimmt wieder eingeschlafen. Immer schläft er, so viel kann man doch gar nicht schlafen. Ja, das ist nie auszuschließen. Ja, das ist... Also... Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe mich verfahren, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Ich weiß nicht, wo du hin wolltest, aber da bist du, glaube ich, falsch. Nein, hier wollte ich hin. Ich bin richtig. Ha, wusste ich. Mein fotografisches Gedächtnis täuscht mich nie. Ich habe nämlich auch noch 2 Luzerne-Säcke hin zum Verfüttern. Luciano? Brauchen wir noch deine Schiebkarre? Luciano? Ja. Mhm. So, hier, ihr Halbgarn. Jetzt kriege ich erstmal ein paar Möhrchen zum Wegknabbern. Wollt ihr Möhrchen? Die wollen keine Möhrchen. Scheiße. Ach ja. Ja, ich habe halt nur hier geguckt und dachte, das muss ich testen. Oder fressen die denn nur Kartoffeln oder was? Sind die auch noch Eigen? Was steht hier? Guck mal, Wurzelfrüchte.
Ja, Wurzelfrüchte. Er ist doch eine Wurzel. Einfach da, hallo. Oder bin ich hier falsch? Nee. Wurzel. Ja, aber da ist doch nicht der Trigger, oder? Ja, hier müssen die doch was zum Mampfen haben. Wurzelfrüchte bei der Schafe. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist egal. Hä? Ich, ja, guck mal, da steht doch Wurzelfrüchte da und Wurzelfrüchte da, also bei beiden Höfen. Geht nur Schweine, Pferde und Karnickel. Und was ist das hier? Was steht denn da? Was? Das sind auch Huftiere. Das hat mich schon gewundert, aber von mir aus habe ich gedacht, wenn ihr das unbedingt durchkauen wollt, bitteschön. Geht nur Schweine, Pferde und Karnickel. Also wenn Repi da schreibt, wird das wohl wissen. Ja, 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 ja. Aber was ist da denn was anderes, was da irgendwie hin sollte? Oder warum ist das da? Ich habe es nur Zufall gesehen. Das ist das steht. Versuch das einfach mal. Aber dann bring es zur Dingsen hin, hier, zur Pferde. Hoppi Galoppi. Abfahrt. Achso, du bist ja da. Dann müssen wir ja mal eben gucken. Was? Treffpunkt Hof. Ja, sofort. Moment. 97% denkt er im Moment noch. Achso. 98. Ja gut, ich verzeih dir. Ich komm. Hier hatten wir ja auch mal ein Problem. Die kann man jetzt in der Breite verstellen. Ah ja, beide Maustasten gedrückt und dann kannst du das Ding... Zack. Ja. Das ist geil, ne? Ach, cool. Jetzt kannst du da wirklich alles, alles mitladen. Aber guck mal hier. Das Werkzeug habe ich alles ausgetauscht. Jetzt gibt's eine Ballenzange, eine abgeranzte. Stell dich nochmal daneben ganz kurz, warte. Ja, die über, also die Ähnlichkeit. Ich habe nur noch den Zettel auf. Da habe ich nicht viel gemacht, was man so machen könnte. Zieh nicht weiter. Okay, alles klar. Privat, privat, moin moin. Danke für den Reset im 24. Monat. Vielen lieben Dank auch dir. Dankeschön. Junge, ein Hoflader hast du ja so gefragt, ey. Alle fragen mich nach diesem Hoflader immer. Und achso, moin, genau, moin. Guck mal, die haben wir dann auch neu. Mit Karies. Oh, die ist auch schon mit Karies, Alter. Ja, und wenn du die jetzt im Shop anguckst, zeige ich für die Leute auch mal eben. Da kannst du, wenn du die dann holst, kannst du halt immer aussuchen, ob die Karies haben sollen oder nicht. Achso. Da kannst du hier immer zinken, Zahnausfall mit ohne. Zinken, Zahnausfall mit ohne. Oder hier mit Aufbau und mit ohne und Zähne und ja, Abwehr. Mit Aufbau ist natürlich jetzt richtig gut, ne? Ja. Ich glaube, das ist jetzt gekommen, weil er mir beim Ballenstapeln zugeguckt hat, den einen Tag. Ja, weiß ich nicht. Sonst hätte er wahrscheinlich für dich Autolot gemacht. Ja, richtig. Also jetzt das Update ist ab jetzt da, Leute, ne? Könnt ihr bei Ruby im Discord oder bei Modding Welt runterladen. Ich habe auch im Prinzip, glaube ich, alles ausgetauscht, was die Werkzeuge betrifft. Weil dann wollen wir abgeranzt haben, ne? Ja, neu kann ja jeder. Neu kann jeder. Ja, du musst eigentlich wissen, wozu du Lust hast. Ob Feldarbeit, ob weiter Kartoffeln rausholen oder Heuballen wollte ich noch machen, größere. Ich kann, ja, aber dazu musst du ja wahrscheinlich erstmal Gras mähen und so ein Kram. Ja, das ist richtig. Ja, ich mach ja mal Kartoffeln weiter. Okay. Bruderagan, boi boi, sei gegrüßt. Aber Olaf hat den MB-Truck kaputt gemacht, der ist ein anderer. Wer hat den MB-Truck kaputt gemacht? Olaf. Warum? Weiß ich nicht warum. Der steht beim Händler auf dem Trailer. Völlig im Arsch, die Karre. Und ich habe ihn gefragt, kannst du den MB3 fahren? Klar. 2 Minuten später, der fährt nicht los. Olaf, Handbremse. Ach ja. Toll. Voll der Klumpen hier. Das sag ich dir. Den hat er richtig eingegeben, ne? Da ist auch, weiß nicht, hilft die Achsvermessung jetzt auch nicht mehr. Nee. Noch nie meine Trittstufen sind dran. Ist alles ab. Es liegt aber alles drin. Richtig ein durch die Tür getreten hier. Als Ersatzteillager geht er. Weißt du noch? Er
wo er losfuhr und wir alle hinterher geguckt haben. Ha, ob wir den nochmal wiedersehen. Dass ich dein Paar kaputt... Ja, aber guck mal, Olaf hat übertrieben. Also das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Da ist ja wirklich... Ui, was ist das für ein schönes hier? Wo bist du jetzt denn gelandet? Ich sitze hier in dem Fan mit Güllefass und so. Bei BGA oder wo? Mhm. Mhm. Also hier genau, ich habe bei BGA habe ich ja den großen stehen. Von Repi. Das ist für das große. Und hier auf dem Hof habe ich mich jetzt wirklich dazu entschieden, den, Venus zu machen. Der ist auch eine Digitalanzeige bekommen übrigens. Ja, das ist jetzt ja auch nicht so viel kleiner, ne? Doch. Ja, ein bisschen. Genau. Der, aber der andere schon mit, nicht ganz klein. Das ist richtig, aber der andere ist nochmal echt ein Tick größer. Ja, ja, ja. So aber haben wir beide. Schön. Ja, hier hat er nochmal eine Digitalanzeige gemacht. Wie gesagt, hier habt ihr den Knopf auch für Pumprichtung wechseln und an-aus. Ja. Das kommt in 2 Wochen Freitag bei Toto Big Shogun auf dem Discord. Oha. Das ist dann auch ein, machen wir noch so ein kleines Video dazu. Das ist dann hier, da habt ihr das, das. Was auch geil ist, oben, dass diese Pumpe hier oben, das Saugrohr, das ist mit X festgesetzt, das habt ihr, seid ihr die Sorgen auch los. Ja, und das andere hier ist dann auch noch Liftachse. Oder ob ihr digital Display haben wollt oder nicht, könnt ihr euch das aussuchen. Und hier hat er auch den Knopf zum Pumpen und sowas, ne? Da hat er so ein kleines Pack zusammen gemacht für euch. Aber ja, Freitag, nächster Woche. Guck mal, wir haben von Toto haben wir auch noch ganz lange was von. Er hat jetzt schon gesagt, dass der Weidmann im 35er auch schon kommt. Tja, versprochen ist versprochen. Wenn beide Mann so viel gefragt, dass ich sage es immer wieder, ne? Weil das kommt aber auch, weil er bei mir immer auf dem Hof steht, ne? Und jetzt können wir ihn ja noch besser transportieren mit dem neuen Trailer. Toll. Ja, oben, da genau, du hast schon gefunden, sehe ich. Ja, Kartoffeln. Ich habe einmal eben schon abgekippt, also... Zum Hinterherziehen, den Ruder. Ja, auch cool. Du kannst, ich habe auch überlegt schon, das wollte ich mal versuchen, kannst du mal den Sitz umdrehen und das Ding rückwärts ziehen. Das müsste auch absolut geil gehen. Aber bin ich, ne, mach nicht den Olaf mal den Truck. Gut, weiß ich, gibt's wieder weiter, Mann, von mir. Das war der falsche Knopf. So, das ist der richtige. Handbremse ist angezogen. Jo, aber. Das weiß ich. Ja, ist ja gut. Bist ja nicht gut, Entschuldigung. Er löst die Handbremse, aber fahren tut er nicht. Ja. Da kommen wir den Anker vorne. Oh, der Alter. Was hat er denn? Ach so, Staub ein bisschen. Alter. Ja. Aha, geht los hier. Ah, schon geil, ne? Kann ich auch die ganze Zeit nebenher laufen und gucken, ne? Toll. Ja, was soll ich sagen? Ja, die sieht man ja nicht wegen verdreckten Scheiben zum Glück. So, okay, komm. Wir machen auch weiter, wollen ja produktiv sein. Sonst heißt gleich wieder, der Stream eine Stunde hat nichts geschafft. Ich warnte auch nur so, wo oben die Handbremse doch nicht gelöst hat. Den im Predak ist das auch scheißegal, der hat zieht. Ich hab Undertaker geschrieben. So wie der Qualm steht er nach oben Nutzung auch beim Händler. Und wieder, muss halt schon wieder los. Viel Spaß noch. Ja, alles da. Danke fürs Reingucken. Und schwitz nicht so doll. Ja, genau. Nicht so viel schwitzi machen. Das ist jetzt real. Temperatur vom Spieler wird eingelesen. Junge, siehst du nicht, dass ich hier komme? Du musst aufpassen, wo ich fahre. Dann mach's gut. Halt! Ach ja Gott. Mach nichts, ist nur John Deere.
Weiter! Weiter! Was schütte ich denn einfach hier hin? Kann man es hier wegschaufeln und gut ist. Chuck, chap. Ich bin die Chief Chrome. Perfekto. Wir gehen schon mal wieder zurück. Wurst, drei Leute, bitte schöne Knackwurst raus. Was ist mit der Knackwurst? Wir sind gerade tangen. Können wir heute mit Knickknackwurst holen. Schön voll machen. So, was ist hier Ausverkauf? Saft. Super Ingo. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke, ich weiß das. Der kennt mich auch vom Stream. Deswegen sagt er das immer. Super Ego-Mensch. So. Halt bloß an, du Spacken. Los! Hab einer, du Vogel! Ja, was denn? Rot oder was? Hier bei uns in Norddeutschland heißt Rot anhalten. Weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Das Potato-Feld, das können wir, kannst du achten, kannst ihn sehen. Ich rast auf dich! Moin, Buddy! Wir sind nur in Eile. Zack, zack, zack. So fertig, ey. Langsam kann jeder. Aber es ist bei Schafe und Ziegen und so richtig. Reicht das, wenn die Heu haben? Da ist ja nur 40% hinter.
muss ich noch ein paar Grasbein pressen. Fünf in der Serie. Warte, danke schön. Ist ja heute auch so schön schwitzig. Also mir jetzt nicht, aber 75% brauchen die Tiere. Ja, aber da steht ja nur zwei, also das untere ist ja Heu, das bringt ja weniger. Also bringt Heu im Prinzip gar nichts, wobei Heu ja oben auch drin steht. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Grad, krass. Ja, aber nur noch heute, ne? Morgen ist ja schon wieder, fährt schon wieder runter, ne? Moin, Pat. Moin. Mal gucken, was da drin steht. Okay. Bitte 37. Du bist raus. Das ist mir zu warm. Bitte abends, okay. Hat eine Vorahnung, warum da Heuner steht, okay. Okay, ciao. Mach ruhig eine Klimaanlage an, Phoebe. Kühl dich erstmal runter. Ja. Ja, also. Muss ich jetzt gehen? Mann, Pedi, warum bist du raus? Ich bin zu heiß. Klick. Okay, gut. Ja, den Haufen kriegen wir in den Griff. Gucken wir es nochmal. Was habe ich denn da jetzt drin stehen? Bei den alten Glotzköppen. Wasser ist klar. Stroh ist klar. So, und jetzt brauchen wir... Nur Heu reicht denn also nicht. Wurzelfrüchte sind raus. Gras, Heu, Klee, Luzerne. Jetzt ist natürlich die Frage, Luzerne, nee, die kriegen meine Luzerne nicht. Dafür doch wieder andere Tiere mit. Also müsste ich jetzt ja Gras einfach noch machen, ein paar Grasbahnen oder so. Big Tommy, moin, hi. Moin, moin. Da kannst du anziehen. Im Sommer irgendwie ausziehen. Nee, immer raus mit den Klamotten. Runterkühlen. Der war gut. Ja, also... Ich würde meine Klimaanlage einfach auf On stellen, automatisch, und dann geht es los. 20 Minuten später brauchst du eine Jacke. Wir können das ja auch eben testen. Das hat doch bestimmt noch... Also Heuballen bringt denn ja auch nichts. Dann bräuchten wir Grasballen. Ich habe keine Grasballen. Müsste ich mir jetzt Grasballen machen? Silage fressen die ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, wird ja drin stehen. Jetzt bin ich also überfordert. Klee Havoc nicht. Oh. Luzerne will ich nicht. Heu hat nichts gebracht. Also müssen wir Gras machen. Ja, dann will ich einfach Gras machen, weil mal ein paar Grasballen. Das ist ja gar nicht weiter schlimm. Nee. Dann pressen wir mal eben einen, schmeißen den da mal rein und gucken, was passiert bei sollen. Sollen die Kartoffeln nehmen? Ja. Ja. Die kannst hinten voll machen. Bei den, unten links ist der Futtermischer. Dahin. Genau, Futtermischanlage. Da rein. Getreideschrot ist auch schon am Machen und wir haben auch schon das erste Schweinefutter fertig. Gut. Kleeheu. Ich hab keinen Klee. Graslose reinwerfen? Ich will nicht Graslose reinwerfen. Der kann angeben. Erst mit dem B, dann mit der Klima. Gleich kommt mal das AMB. Ne, Klima. Ja, natürlich. Also ich bitte dich. Shobi Boy, danke für die Fünfer-Serie. Einigen wir uns auf Gras. Heu im ersten Slider. Bei Schafe kannst du ignorieren. Ach so, alles klar. Alles verstanden. Heu weg. Also Gras, Klee, Luzerne.
Und oh, jetzt kann ich natürlich gucken. Ja, pass mal auf. Da sind wir ja. Da sind wir ja. Da sind wir ja. Kein Problem. Warte. Da gucken wir mal. Ne, das ist ein bisschen groß. Da kommt er wahrscheinlich gar nicht rein. Da nehmen wir mal eben. Nehmen wir mal eben. Oh ja, hier. Wir wollen mal eben gucken. Pass auf, wir bringen da mal eine Tüte eben voll hin. Dann entscheiden wir uns, was wir machen. Oh, Scheiße! Rübi, ich mache jetzt ja gar nichts sagen. Fehlt wohl noch ein Werkzeug. Das ist ganz gerade und gar nicht verbeult. Kommt das? Oh, ja, den haben wir jetzt vergessen. Set ist wieder unkomplett, tut mir leid. Wow. Ich kann es ja nicht erinnern. Guck mal, der Haken ist gerade, doch, der klingt ein bisschen schief und so, aber guck mal, das ist ja völlig. Wie passt denn das jetzt zusammen? Du kannst nicht mal. Ich meine ja nur, wenn du damit leben kannst, dass da was Falsches zwischensteht, ist ja nicht so schlimm. Es ist ja in Ordnung. Geben wir uns mit den ersten erstmal zufrieden. So, war nur kurz da. Dann muss ich auch noch kurz ein paar Videos machen. Komm, ich werde. Jo, alles da. Danke fürs Reingucken. Hat. Jo. Ist ja nicht mein Hof. Ja, ist ja gut, ist in Ordnung. Weißt du, nur damit du das siehst. Alle Fotos und immer, wenn ich sage, den werde ich abgerückt immer so daneben stehen und sagen, ja, der muss leider außerhalb, der muss alleine spielen, der gehört nicht dazu. Na, ist so, man kann ja nicht alles haben. Es ist in Ordnung. Man ist ja zufrieden. Das stimmt allerdings. Vielleicht für 25er. Kannst ja mal an deine Pinnwand nageln. Was mit den Paletten? Ja, mache ich auch, aber man hat ja Stil. Ich habe es mir irgendwann angewohnt. Ich habe das auch eigentlich nie benutzt und irgendwann habe ich es mal benommen. Ich weiß gar nicht warum. Malione, moin moin. Moin moin. Müsst ihr zwei Größen machen: normale Bitbags und die Größe von S. Das ist kein Problem, Repi. Wenn er einmal dabei ist, dann muss er ja keinen halben Kram. Nur geladen, moin. Moin moin. So, mal gucken, vor dir zu sägen, hier beim Bacon was zum Mampfen kriegen. Vollbeet, ehrlich, ja, die sind immer gut, ne? Da kannst du nicht was mit falsch machen. Ich selber bin ja auch mehr so Heavy und Rock und so. Aber die Playlist habe ich halt allgemein gehalten. Ich will nicht, dass die ganzen Pipi Langstrumpfgucker und hier Nussplie-Esser dann am Wein sind. Deswegen haben wir alles an Musik zum Bisschen da drin. Muss ich jetzt zumachen? Tatsächlich. So halt, nee, diesmal fallen wir nicht drauf rein. Das sind so Momente als Mod, wo man sich wünscht, den Streamer einen Timeout zu verfassen. Verstehe ich nicht. So keine Ego. Immer mehr Forderungen, Ideen. Komm, hast eins fertig. Das war aber Zufall. Hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, hätte das Ding jetzt nicht rumgestanden. Deswegen rennen wir, wenn irgendwie Ideen um die Ecke kommt. Das verstehe ich nicht. Ich finde, das sind ja immer sinnvolle Sachen. Da ist ja nicht eine Sache bei, wo man sagt, nö. Das ist aber jetzt eine doofe Idee. Das ist immer perfekt. Ihr müsst doch nicht mitspielen, reicher, wenn ich das hab. Das war wieder so richtig so schön.
Würde doch niemanden zwingen, damit zu spielen. Ich bitte euch. So, mal schön rein hier, die Marmelade. Ja. Leute. Samstag 16 Uhr bei Uben machen wir hier wieder Mega Abfall. Mit so Stargast. Aus. Stargast-Besetzung. Ja. Mit Sexiness Ernstel himself. No. Dann geht das richtig los hier. Da schieben wir mal richtig einen zurecht wieder. Oha. Ja. Yeah. Wo hab ich den jetzt gefüttert? Wo bin ich denn? Schafstall? Schafweide. Da. Bin ich jetzt... Siehst du das auch, was ich da sehe? Was denn? Jetzt hat er da Heu von gemacht, von meinen Luzerne. Ja, und jetzt? Jetzt geht das nicht. Ich brauche ein Update. Oh. 50 People Left Channel. Mein so. Verstehe ich nicht. Nee, kann ruhig gehen. Ich schreibe das sonst auch ins Forum. Hä? Weil die Angst haben vor Ideen. Ach, Quatsch. Nee, das ist jetzt, also da habt ihr gesehen, ne? Luzern hat jetzt hier knallhart als, so komme ich nicht weiter. Soll ich mal einen Heuballen holen? Nee, geht ja nicht, das ist ja auch zu Heu. Ja, Heu ist, also wenn du einen Heuballen holst, ist das ja auch Heu, na klar. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht hier. Aus einer Kartoffel auch kein Filet Mignon. Weißt du was? Ich habe eh keinen Bock auf Schafe und Ziegen. Mir doch scheißegal. Ja! Dann lassen wir das mal. Oh, das ist jetzt ein Grasversuch? Ach, weißt du was? Das Luzerne steht, das geht bestimmt nur, wenn das frische Luzerne ist. Das war jetzt ja die Pellets. Das zählt dann wahrscheinlich deswegen als Heu, ne? Aha! Das wird das sein. Ja, komm, los. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir machen Gras.
So. Deswegen moin. Moin. Ich nehme für Schafe und Ziege immer frisch vom Gras, halt das klappt aus. Ja, genau. Deswegen, ich sage ja, das war bei mir eben. Luzerne hätte sicherlich auch funktioniert, aber da es Luzerne Pellets waren, zählt das sicherlich als Heu. Deswegen. Wir machen jetzt einfach ein paar Grasballen dafür, die stellen wir dann da unter, dann füttern wir die damit und fertig ist der Lachs. Kriegen wir wohin? So, du aber. Bei uns schimpft der Hennis. Ach so, krass. Okay. Geht richtig was los bei euch. Wird Zeit, dass die Kartoffeln da fertig sind. Ja, ich kann auch nicht zaubern. Ein Typ mit dem B-Traktor wieder her. Hoffst du noch einen? Ne, wir haben ja schon drei. Ach so. Ja, wenn du den raus musst, dann den nehmen, dann ist das nicht schlimm. Nein, der hat die Kartoffelreifen drauf. Das ist, hast du gut erkannt. Ja, danke. Doch mal los. Kühlt einfach nicht ab. Ja, morgen dann wahrscheinlich, ne? Heute mal ein bisschen schwitzi. Schwitzili! Heiland. Perlenkette, Schweißperlen, wow. MBO, Agra, boy, boy. Oh, hier muss ich hoch. Ganz ungewohnt hier. Bei einem B muss man so viel Hebel und Knöpfe drücken. Bei den anderen nicht.
Dann sind wir erstmal schön versorgt. Morgen früh bin ich ja mit Babysitten. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das dauert. Aber meine Schwester ist mit meiner Mutter unterwegs und die haben noch den kleinen Hund. Ach so. Und das ist wirklich, der ist irgendwie 8 Monate alt und, so, und ein Energiepaket, ne? Da werde ich morgen richtig meinen Spaß haben. Mhm. Kann ich dir im Moment ein Lied von singen hier? Ah, ich denke mal so bis irgendwie 13, 14 Uhr, dann kann ich wieder weg. Der Lukas, moin. Moin, moin. Das Fahrverhalten ist schon. Der ist geil, ne? Ja, auf jeden Fall. War auch gleich Farming Dudes weiter, ne? Ja. Von Karl, moin. Moin, Sen. Ich finde das noch richtig zu. Nein. Wo hast du denn das schon wieder aufgeschnappt? In den Kühlschrank, baby. Ja, alles klar. Viel Spaß im Kühlschrank. Wann ist mein Urlaub vorbei? Nächste Woche. Das werdet ihr nicht merken, weil dann nachmittags werde ich dann trotzdem da sein, weil ich habe nächste Woche gleich Frühdienst. Das heißt, da bin ich dann auch wieder früh zu Hause. Dann sind die ersten 3 Wochen um. Und dann habe ich noch mal irgendwie 3 Wochen. Aber ich denke mal irgendwo im November und so. Stefan Ballermeier, boy, boy. Moin, Sen. Meier-Serie, dankeschön. Nein, das hätte ich dir sicherlich nicht gesagt haben. Da muss man mal einen Hammer in den Buschfunk reinwerfen. Die müssen sich, ja. Sag mal, die sollen sich mal die Ohren richtig waschen. Oder ich wollte nicht einfach verarschen. Das kann natürlich auch sein. Oder Füße waschen, dass der Dreck aus den Ohren ein bisschen nachrutscht. Das ist am Wochenende. Ja, machen wir. Samstag, 16 Uhr bei Uben, der streamt das. Dann machen wir cool. Mit Ernstel hier nochmal ordentlich die BGA auf den Talbach voll. Rüber gesagt, hat er überraschen, das sagt er immer. Ja. Das ist ein kleiner Überrascher. Aber das Update der Frontlader-Werkzeuge kannst du dir holen. Da hat jetzt Karies, Zahnausfall, sind auch noch 2 Dinger zugekommen. Das ist auch heute in sein Discord of Modding Welt gekommen. Genau, lass euch überraschen. Oha, Lukas, das Dicker weglassen. Vertrauen wir? Oh. Das ist nicht cool. Riecht ein bisschen Karies gerade. Wir sind in so einem Alter, vor allem so einer Generation, da kriegen wir Gänsehaut. Junge. Aber hast du recht, die sind schon echt geil, ja. Das stimmt, ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Rübi, ja.
wozu muss man mal kratzen? Nicht waschen, kratzen. Da müssen wir Freitag noch hier Hof aufräumen, Fahrzeuge waschen, tanken und sowas. Ja. Und dann weiß halt immer wieder nicht, wo Ernst sich reinsetzt. Das ist richtig. Da müssen wir vorher noch den Klaas nehmen, von nur geladen, den noch ein Fendt-Grün geben. Und dann so fertig machen wie Ernst seinen Fan, den er damit mit Zwillingsreifen und sowas bei BGA hinstellen. Und dann werden wir sehen, was passiert, wenn er vor dem Trecker steht. Was zur Hölle ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Dann flippt er aus. Roten Teppich nicht vergessen. Du musst als geprüfte Krankenschwester wissen, dass man nicht so viel in sich reinfressen soll. Das ist nicht gut für die Seele, sagt der Anatheker. Ja, das ist richtig. Aber man muss auch nicht alles an sich ranlassen. Da muss man auch mal ignorieren. Danke, du zwar. Boi, boi. Lars, moin. Moin, moin. So müde bin ich den ganzen Tag. Gestern war es schon wieder fast so spät. Also vor 2 Uhr ist in letzter Zeit immer schwierig. Oh. Wird immer noch interessant im Discord. Reimelampe? Weiß nicht. Da stimmt die Windrichtung wohl nicht so richtig. So. Ja, wird das hier noch mit? Der Keks, ja. Holik, moin. Moin. Super Sound von den Medien, oder? Nicht gut. Tudo boy. Boy.
So. Kann ich wieder zum Häufchen machen und ab dafür. Oh, da, Bordschein oder was? Obacht! Radar, moin, hi. Halt, halt, halt. Zu weg. Was haben wir mit ihm hier? I, was ist das? Was machst du da? Ich will das Menü wieder mal aufrufen, aber das ist im Multiplayer, das ist irgendwie wirklich also schwierig manchmal. Da haben wir's. Ach, das meinst du? Mein Gott, nur ein. Das ist. Hier muss ich jetzt richtig, dass das richtig doof ist, wenn die Tastatur keine Groß- und Kleinschreibungserkennung hat. Was jetzt aktiviert ist. Obwohl eine neue Tastatur. CK, moin, hi. Das ist Bruse, moin auch. Moin. Schon wieder. Ja, die kann es halt nicht, was soll ich machen? Weißt du, wie nervig das hier ist? Total nervig. Oh ja.
Überleg, kauf, du und... Nee, schön. Die sind gut, die Tastaturen eigentlich. Aber das liegen mir einfach. Die eine lag mir nicht in der Hand und die hier zeigt das halt nicht an. Das gibt's ja nicht. Was jetzt? Du hast jetzt nicht den Anbieter geschrottet. Nein, ich kann keine 200 Gold setzen, um an der Jagd teilzunehmen. Oh, bankrott. Mensch, aber richtig pleite. Guck mal, wenn wir von vorhin gucken, ist er gerade mal 2 Meter gefahren. Hä? Genauso wie vorher. Der Anhänger mit Kartoffeln ist genauso voll. Du stehst fast an genau der gleichen Stelle. Ich hab den Anhänger weggebracht schon. Ach, hör auf. Vorgewinde hat er hier auch nicht eingefahren. Hä? Ja, hä? Vor was? Vorgewinde. Du brauchst mir gar nicht kommen, nur weil du nichts schaffst. Ja, hier wieder. Gib da wieder an wie eine Tüte Mücken. Ich versuche nicht weiter, weißt du, stinkst. Aha, ach, gehen die in die Argumente aus. Nein, du stinkst halt einfach. Ja, ich verstanden. Ja. Jetzt hätte ein Gewinner. Alles gut. Ach ja, auch toll, ich habe auch gewonnen. GZ. So macht man Gold. Ja, so macht man Gold. Bist du weg? Wo wollt? Warte mal, Schiss? Was für ein Schiss? Hä? Hast du gerade einen ziehen lassen oder was? Pass auf, drück nicht so doll. Wenn der Furz Gewicht hat, ist es scheiße. Schimmidims. Danke für den Follow. Moin Moin. Bis auf 5er Serie. Dankeschön. So, kratzen wir mal eben schnell zusammen alles. Einfach ein paar große Grasballen, Quaderballen und fertig. Habe ich genau die richtige Zeit übergenommen, ne? Mit der ganzen heißen Zeit dann. Die Arbeit kann schnell kühl werden.
Dann ist mir das egal. Ist das denn bei euch auch so heiß dann in der Firma, oder was? Ja, ja. Also ich finde aber so tagsüber geht das denn so. Nur ganz schlimm ist morgens, wenn du aufschließt und reingehst, beziehungsweise so, ich sag mal, ab 16 Uhr wird gruselig. Da ist dann wirklich wie ein Backofen immer. Wenn du da bis 18 Uhr sitzen musst, ist halt so, Deswegen bin ich froh, ich fange auch mit Frühdienst an. Also selbst wenn es dann warm sein sollte. Wenn das Light losgeht, bin ich weg. War gestern Abend noch ganz eine angenehme Runde wieder, ne? Im Discord. Maurice, Rübi war da noch. Dann kam noch El Matador dazu. Toto war noch da. So, war ganz angenehm. Ja, gesehen habe ich das wohl. War angenehm. Gestern Abend nochmal kurz geguckt im Discord und ja, vom Handy aus. Da sitzen wir, die ganzen Freihabenden. Ja, genau. Naja, aber da habe ich schon im Bett gelegen und dann, wir hatten die Nacht auch Ruhe, Gott sei Dank. Ja. Heute Morgen gleich die Initiative ergriffen, weil ich wusste ja, dass es heute so warm wird. Heute Nachmittag und so weiter habe ich heute Morgen, da war es noch recht angenehm, habe ich gleich Rasen gemäht und so. Ja. Ich saß gleich hinter mir. Das dachte ich mit dem Fahrrad deswegen auch, ne? Wusste den Aufwand nicht genau, bei denen hatte ich das nicht, das ist ein neues Fahrrad. Wusste ja wegen Bremse und sowas halt alles nicht, und dann dachte ich lieber gleich direkt lang einkaufen. Ja, ja. Wie musst du jetzt arbeiten? Am Donnerstag muss ich wieder arbeiten. Ja. Toll, schickidiki. Wolltest du morgen was machen? Ja, ich warte aber erstmal ab. Also der Plan ist so, dass ich ab 18 Uhr was mache. Ja. Aber ich habe erstmal Zahnarzttermin, mal gucken, wie das so wird. Ja, okay. Ja, Zahnreinigung nur, ne? Ist jetzt nicht so schlimm, aber beim letzten Mal hat ihm ganz schön gepiesackt. Na, wie war bei Zahn? Vor allem vor Fall Wupper. Ah, nee, so schlimm ist nicht. Dafür geht man ja zur Zahnreinigung. Das wäre ganz cool, weil denn, wenn das passt, ist ja eigentlich ganz geil. Dann haben die durchgängiges Programm, weil dann mache ich so 16 Uhr wieder. So 15, 30, 16 Uhr. Und wenn du dann 18 Uhr machst, dann komme ich einfach rüber. Ja. Du musst halt nur wissen, ob du denn weiterspielen willst oder ich weiß nicht, welche Map hast du irgendwas geplant schon? Ja, entweder hier die Talbach oder im Anbetracht der Tatsache ja wegen Samstag die Talbach ja. Hier oder aber dass ich nochmal auf die Hinterkaifeck gehe. Ja, also ich mach beide Server sind aktuell dann morgen, kannst du aussuchen. Ja, das gucke ich mal morgen, aber ich schreibe dir vorher. Ja, irgendwie mir ist Brille. Wenn du auf die Karte bist, wo ich gerade drauf bin und joinst, das sehe ich dann ja eh. Und dann, ich komme dann, wenn du streamst mich, komme ich dann rüber. Das passt ja bei der Uhrzeit her perfekt. Mhm. Ja, früher schaffe ich auch gar nicht, weil, wie gesagt, ich muss erst zum Zahnarzt morgen. Ja. Das dauert auch bestimmt so Stunde grob. Ach, ich bin ja schon. Nee, doch nicht. Ha! Wildbachtal, glaube ich, dass das auch noch schafft. Der dieses Jahr so viel Stress um Ohren, Umzüge, neue Arbeitsstellen, dann den Unfall noch.
Also das denke ich mal, dass er das privat nicht mehr da noch hinkriegt. Ist ja eigentlich so gut auch schon wie vorbei, ne? Siehste wohl. Deutsche Bierwässer, boy, boy. Schön, wir sind im Chat. Ah, ist schön am Schwitzen. Meinetwegen wären wir nicht wegen irgendwas Fahrkunst. Wow. Wow. Nee, hier geht's bei mir. Danke. Guck mal, Basso. Moin. Sei gegrüßt. Und danke für den Restart im 40. Monat. Dankeschön. Wie geil ist das? Ja, ist der Prinzessin ist wieder da. Mal wollen wir. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit im Kühlschrank. Oh ja. Alles schick und bei dir? Ja, bei mir auch. Diese Woche noch Urlaub. Da will man ja nicht klagen, ne? Prostocke Jung, boi boi. Moinsen. Asko, da hätten wir nichts zu beklagen. Gerade wenn Urlaub ist, wollen wir nichts klagen, ne? Ah, siehst ja, die Woche noch sind da 3 Wochen schon wieder um. Wahnsinn. Wie schnell das immer geht. Donnerstag nochmal mit los, 9 Perso. Beantragen da und Führerschein. Da habe ich glaube ich auch alles. Bei mir auch so eine Sommerhaarstelle, die Ego hat, zulege. Denn die Wärme besser aus dem Körper weichen kann, der Material. Ja, also das bleibt bei mir jetzt ja auch so. Das war, muss ich sagen, ich spare ja auch, ne? Ich brauche kein Shampoo, kein Haarspray und nix. Einfach weg mit der Scheiße. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich wollte mal schnell reinschauen von der Arbeit. Ich war mal einfach nicht zum Schauen. Ah, oh, kann ich verstehen. Gibt halt so Zeiten, ne? Das ist halt leider so. Aber schön, dass du reinguckst. Ja, guck mal, ich hatte auch ganz lange Haare mal. Da hatte ich Undercut, zumindest.
war mir im Sommer auch immer ein bisschen unangenehm. Wenn ich Zeit habe, dann sind immer gerne doch. Dankeschön. Du bist jetzt auch schon immer so lange dabei, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Lang und dick, voll ekelhaft, wow. Das hatte ich ungefähr bis hier so. Aber wieder, der Undercut hat ja auch viel gerettet. Aber wenn ich aufgepasst hatte, hatte ich Spliss. Das war ja ein Ding. Muss ich jetzt mal wieder mit langen Haaren hier hinsetzen. Boah, was hat er jetzt schon wieder gemacht? Jetzt ist natürlich vorbei, dass ich mein Haar immer so erotisch nach hinten schmeißen kann für euch. Hä? Schwierig. Ja, schwierig, ganz schwierig. Das hätte ich, das habe ich immer versucht zu machen so. Runter! Entschuldigung! Runter von meinem Kletterturm, runter, verdammt! Katze, hm? Miau? Oh, ich sehe schon mal wie kleine Kinder. Ich will ja, hast kein Video? Nein, kein Video. Die alten Fotos wieder ausbuddeln. Kann ich das mal zeigen. Apropos Haare. Ich muss auch nochmal einen Friseurtermin machen. Du brauchst auch nur abrasieren. Friseurtermin. Was ist mit dir? Ja, ich sehe das doch nicht selber. Du sagst das nicht. Nee. Sieht aus, als wenn ich Pott auf den Deckel, als wenn ich Pott auf den Kopf hatte. Diese, da sind die neuen Reichen wieder. Komm, kriegt eine Subbombe. Ich geh zum Friseur. Mach das doch nicht selber. Oh, Alter. Du bist irgendwie anders geworden. Ich denke, morgen werde ich dann auch hier weitermachen. Ja. Dann könnte ich Samstagmittag vielleicht dann nochmal die Hinterkaifeck machen, bevor wir das erste Projekt machen. Mhm. Aber mal gucken. Aber könnte ich mir wohl vorstellen. Und los. Ist heute Abend da eigentlich? Ja. Oh, dann sehe ich uns ja schon wieder gegen die Käfer antreten. Oh ja. Mal gucken, vielleicht mache ich das an.
Ja, kannst du. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir Olaf wieder mit, der kann er die Löcher absuchen. Ja. Hol sie dir. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist Sparta. Auch geil gemacht. Zack. Brr. Wie fährt er denn wieder? Wie fährt er denn? So, und jetzt zum Pressen will ich mal eben von Heimfili, ich will mal was versuchen. Die hat eben noch nicht benutzt, die alte Fanpresse, mit dem Heukram da drin. Die, ach so, ja, mit dem Heukram habe ich die noch nicht benutzt, aber ich habe sie ja den einen Tag schon bei mir benutzt. Ja. Also ich bin super zufrieden. Okay. Schönes Ding. Vielleicht geben wir unsere alte kleine Presse weg und nehmen die. Aber erstmal testen. Mann, wo ist denn, wo bin ich denn? Also miete ich die mal. Heu Additiv. Mieten. Dann brauchen wir auch noch so ein Additiv mal eben. Und die Fässer, ne? Hey, moin! Moin, Fanny. Lass dir Zeit mein auffüllen. Kein Problem. Die wieder, die halten nicht an ihre eine. Das ist ja. Oh, das ist ja doof. Aber ich bin da auch so. Ich gehe lieber zur Apotheke hin. Aber ich hab's auch nicht weit. Blauen Pillen waren grün? Wow. Nicht, dass die Wurst nicht wächst, sondern schrumpft. Jetzt hat er. Oh, krass. So. Hm.
blöd. Kapazität, moin. Moin, moin. Ist ein Beta-Blocker, Fanny, oder? Ah, Bisoprolol, okay. Wenn ich was brauche, warte ich eh nicht mehr zum letzten Tag. Ja. Ich rufe immer rechtzeitig an, weil sonst kriegst du es ja eben meistens nicht mehr richtig. Okay, ja. Eine echte große Kiste schon, ey. Wahnsinn. Okay. Ja. Ich kenne es aber nur, dass die meine Sachen, die ich dann noch brauchte, eh nicht da hatten. Von daher. Mhm. Also schon mal rechtzeitig schon alle angemeldet. Ja. Ja, muss ja heute viel, ne? Die haben ja einige Medikamente, muss ich ja bestellen. Ich meine, verstehe ich auch irgendwo ein bisschen. Das ist wie eine Werkstatt, die hat auch nicht immer alles da. Richtig. Niemand legt sich Millionen Werte mehr ins Lager, das macht keiner mehr. Dim. Ja, das ist dann doppelt ärgerlich, ja. Ja, alles zweimal, aber mittlerweile, wenn du chronisch krank bist, ist das häufig so, also zumindest hier. Ich hier zum Arzt gehe, also nicht ich jetzt, aber ich weiß das von einer Bekannten, ich muss Medikamente nehmen, weil die chronisch krank ist. Also auch Blutdruckmedikamente. Und die beim Arzt wissen ganz genau, wie lange die Tabletten halten müssen. Und da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich brauche jetzt mal nach 4 Wochen wieder ein Rezept. Dann sagen die, sie haben 100 Stück verschrieben gekriegt, die halten mindestens noch bis da und da. Also, es ist nicht mehr so einfach. Das wird wahrscheinlich viele auch hamstern wollen, ne? Ja, richtig, ganz genau. Ja, ich sag ja. Auch Glück haben. Natürlich.
Ding müssen wir machen. Ernst, moin. Hey. Ich wusste ja. Ich werde schon richtig um die Wette geschwitzt. Ich fahre hier auch aktuell in Game. Aber er ist schon sehr viel kürzer als die 3800. Ja. Das ist ja so ein Uralter, ne? Das ist schon der kleinste, glaube ich. Moin, moin, Sascha. Mir den anderen Sound noch reingesetzt von dem Farming Boost. Tippitopp. Ich sehe schon wieder ein Aufräumen und Pflegen und Reinigen und sowas alles. Wir gehen hier nachher über den Rasen auch nochmal mit der Pinzette, dass alles gleich lang ist. Das haben sie auch durch Klagen kommen hier. Normalerweise fahre ich keinen B-Truck. Auch den hat oben jetzt für die Kartoffeln. Ich habe dir zweimal angeboten, dass du den nehmen kannst. Nein. Du brauchst ja die Reifen, ist in Ordnung. Das fasst du im Lurk, muss ja bauen für den. Ja, alles gut, du, alles gut, Sascha. So viel Einsatz Samstag von mir sehen? Ja. Da bin ich richtig auf Gas. Gott sei Dank streamt oben das. Da lege ich mich schön zurück mit Eis. Vorher richtig Curseplay ein für den Abfahrer. Wollte auch keine Angst vor Ernst zu haben. Hä? Das glaube ich nicht. Dreh ich alle an. Ja, ich weiß. Ist kein Problem. Ist wahrscheinlich nur geladen. Der reißt wahrscheinlich wieder ein Glied raus. Wir machen auch extra die Kartoffeln schon weg, damit du das nicht machen musst. Da sind wir Kumpel. Bruder. Ach, ich bin noch ein bisschen was über. Ist kein Problem. Fügen wir den Rest einfach unter und sagen, da war super die Ernte. Mensch, toll. Hast du einen schönen schwitzreichen Tag gehabt, Ernst? Bist du jetzt völlig entspannt schon? Ja, bestimmt sogar. Ist ja schon bald Samstag. Schön warm, das seid ihr. Den habe ich morgen alles gemacht. Um 7 Uhr einkaufen, um 8 Uhr habe ich das Fahrrad schon auseinander. Um 9 Uhr war ich mit allen fertig. So, komm mal eben.
Er muss morgen auf jeden Fall Tarbach, weil ich muss ja die Beine wegholen. Ja, dann. Ist ja nix. Ja. Meine Güte. Sag dir. Ja, piep, piep, piep. Haben uns alle lieb. Guten Appetit. Wer spricht denn hier von Essen? Beruhigen Sie sich um. Gleich ist wieder Essenszeit. 18 Uhr nähert sich. Das ist richtig. Das Essen werde ich nicht mehr bei der Hitze. Das ist nicht so meins. Ne, bei uns gibt es auch nur ein bisschen Salat. Also warm kann es gar nicht sein. Ja, aber auch mehr ist ja kein Hunger. Ich kann dich beruhigen, ich habe auch nie auf Salat Hunger. Na gut. Es regnet. Fühlt er nicht ab. Toll. Oh. Bei Lalle. In Lallehausen. In Lallehausen. Oh ja, wollte ich ja nur gesagt haben, das ganze Wochenende habe ich frei. Oh! Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist ja toll. Außer bei dir auch nicht so heißen. Dann, oh, ich muss weg, Einsatz rennen. Ja gut, das kann ich ja nicht vorplanen. Nee, das kann man wohl nicht. Oben hab geladen. Ist auch so verstanden, Chat? Was macht Oben mit Herrn geladen? Geladen? Weil... Wieso, weil der Kartoffeln weitermachen hier, oder was? Das ist voll das Schlimmste, bis Samstag wieder den Hof so hinzukriegen, dass alles wieder ansehnlich aussieht. Hä? Wieso? Sieht doch gut aus hier. Na, ernsthaft nicht, da kommt ja mit seinem weißen Handschuh wieder. So über den Silo, so Schmier. Hä? Ja, Silo ist ja nichts da. Da muss erstmal was rein. Auf dem Hof, Mensch. Der ist so einer, während wir warten und gucken und machen, dass alle kommen, so ist dann eher so, ich gehe schon mal über die Karte, Latsch. So OKF. Ja, so Hände hinterm Rücken so. Hm. Da sehe ich ihn. Sascha. Rauspressen die letzte Kirsche.
Alkoholfreies Bier? Hm? Funny, was ist denn los mit dir? Wer will ich an Hals? Fragen, aber ich lass das mal besser. Da sind Leute aus der Gruppe schon für entfernt worden. Was hat man, wenn man Wasser mit Bier mischt? Eine handfeste Schlägerei. Ja, genau. Alkoholfreies Bier. Du hast dein Tablett nochmal überprüfen lassen, da scheint was nicht zu stimmen. Nee, ich darf das jetzt nicht sagen, hier ist nicht mehr auf der Zunge. Oh ja, oh, Gott sei Dank. Enzo, hast du gesehen, was Olaf hier gemacht hat? Letztes Mal gab es Ärger, weil er mit dem MB nicht losgefahren ist. Dann gab es Ärger, weil er nicht wiedergekommen ist. Alkoholfreies Bier ist wie Porno im Radio, wow. Ich hätte, weißt du, da wäre meins noch harmlos gegen gewesen, was ich erzählen wollte. Guck, was Olaf gemacht hat. Ersatzteillager hat er gemacht. Aber ist nicht schlimm. Er fährt jetzt so lange den Fan, den du hier gefahren hast. Wenn er damit fertig ist, passt er hier hinten rauf. Der hat aber auch richtig zerlegt. Tja. Kannst nichts machen. So, an der Futterproduktion werden keine Kartoffeln mehr angenommen. Oh. Toll. Dann können wir den Rest unsere Schweine bringen. Das wäre noch ein ganz schön großer Haufen. Der hat aber auch eingesaugt, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und wie schmutzig hast du den MB-Truck gemacht? Ja. Ja, du, ich hab gearbeitet. Wo gehobelt wird von den Späne. Ich lasse wenigstens heile. Wieso kriege ich hier gerade Puls? Und kaputt bei der Gute? Weiß ich nicht. Ich wollte erst sagen, Unkraut. Unkraut der Gute? Na, lass Olaf mal damit zu Ende fahren. Danach kriegst du dafür dann nur noch hier Kilopreis. Ist nichts mehr wert, weil der Tank ist dann ja auch leer. Er holt da wieder alles raus. Leute. Leute. Was soll man sagen? Schön. Schön, wie alles auf dem aktuellen. Das ist auch geil mit den verschiebbaren Verladerampen. Und jetzt hier kommen wir ans ganze neue Werkzeug von drüben. Alles hier, jetzt gibt es auch Silagebeinzange krumm und schief. Oder hier noch Silozange, schön mit Karies. Zähne weg und so. Toll. Und so weiter und so weiter. Zeig mal den Schrotthaufen. Nein, kannst du dir selber angucken. Aber es fällt nicht auf. Wir machen den Johnny in der Fanfarbe und stellen ihn dahin. Wird schon gehen für den Tag. Wir wollen ja auch nicht, dass du dich irgendwie doof fühlst oder so. Wir sind da für dich, Ernst. Wir kümmern uns um dich. Nur Olaf und dich, dann werde ich aufpassen. Der wird komisch. Wow. So, Leute, wir haben es aber. Machen wir heute was? Nee, heute bin ich weg. Das ist so komische Luft. Ich teile nichts, wofür ich nicht verantwortlich bin. Unwissenheit schafft nicht, dazu sitzt an den MB-Truck. Fährt nicht los, das Getriebe kaputt. Versuch doch mal die Handbremse zu lösen. Oh, wie geht das? Raus aus dem MB, raus! Genau, so ist das, Tobi. Danke. Ja, Leute, für heute haben wir's.
würde ich sagen, vielleicht macht Ruben